Ja Leute, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 13 Ultimate Team. Hier mit eurem Helmet Up von den Gamer Brothers. Und ja, heute möchte ich euch drei Sachen. Ich habe nämlich den Plan der Pläne. Und zwar Bundesliga-Team. Ich habe das Spanien-Team jetzt nämlich verkauft. Und da habe ich jetzt dieses Bundesliga-Team rausgewonnen. Was auch sehr nice ist. Und zwar, ja, eigentlich guckt euch einfach selbst an. Mit gleich 6 Inform-Spielern. Das spanische Team hat mir so circa 280.000 Coins eingebracht. Ich denke mal, die Informs sind so das Wichtigste. Weil davor hatte ich ja so circa das gleiche Team. Von den Spielern jetzt her. Und, ja, ich überlege die ganze Zeit noch, ob Passboss oder... Also entweder so... Oder halt die Variante von gerade. Momentan zocke ich eher halt so. Und ja, meine momentane Überlegung ist halt, das Premier League Team doch komplett zu verkaufen. Warum das Team heil heißt, ist Deutschland und schwarzer Humor und so. Und zwar ist der Plan, dass ich... Hier habe ich mir noch den Tschech gekauft. Der Plan wäre, dass ich das Premier League Team verkaufe. Das bringt 300.000 Coins ein. Ich wusste gar nicht, dass es so teuer ist. Aber durch Nani und Co. hier geht da schon ordentlich was. Also die vier alleine bringen schon 150 ein. Also da dürfte auf jeden Fall was gehen. Und jo. Also wenn ich das für 300 verscherbe, dann, ja, ich denke mal so 320, weil ich bin ja nicht so dumm im Verkaufen. Bringt das 320 ein. Dann möchte ich hier noch verkaufen, den Reus in Form. Ach, den normalen Reus verkaufe ich. Der bringt mir so 20, 25 ein. Dann wäre ich bei 340. Dann verkaufe ich noch, lass mich überlegen, 340, genau, jetzt muss ich wirklich mal überlegen, den Adler, dann sind wir bei 360, na, nicht ganz, eher bei 350, und, ja, kaufen möchte ich mir folgendes, hier soll ein Schweinsteiger noch hin, wobei das ist, Schweinsteiger ist erstmal Ruheüberlegung, vielleicht auch nicht. Übrigens, Martip in Form. Boah, Leute, Alter, der geht richtig ab, ey. Das, ohne Spaß. Die beiden in der Innenverteidigung zusammen. Richtig nice. Und, ja, die Planung ist, dass ich mir hole, was aber vom Geld noch nicht ganz reichen wird, ist hier ein Höwedes in Form. Der hat nämlich auch gut Tempo und hat einfach geniale Werte, der Höwedes in Form. Dann hier ein Reus in Form hin. Der kostet ja 270.000. Und in Sturm dann noch ein Mandzukic in Form, der kostet so um die 30, wenn ich mich nicht täusche. Und als Torwart dann Weidenfeller in Form, der kostet 40.000. Also, ich denke mal, mir werden so 30, 40.000 Coins fehlen. Und ja, da muss ich heute nochmal ein bisschen suchten. Ansonsten läuft es perfekt. Ich kann nochmal zeigen hier, wie viel jetzt das ganze Spanien-Scheiße weggegangen ist. Überrascht war ich... Eigentlich bei keinem Spieler, die haben alle ungefähr so viel eingebracht, wie ich sie gekauft habe. Hier Busquets, da war ich überrascht, der hat nämlich ordentlich eingebracht. Falcao, ein bisschen enttäuscht, weil er so wenig war. Ansonsten alles so nach Plan verkauft. Ja, Xavi habe ich mich gefreut. Habe ich für, 78 gekauft. Moment. Ist das jetzt hier 19,8? Achso, das sind die. Ach, der Xavi ist schon wieder weitergewandert. Der Xavi wurde schon für 78.000 jetzt verkauft. Na, ist ja egal. Jedenfalls hier habe ich noch Verträge und Fitnesskarten und so einen Scheiß. Der ist voll. Super. Und ja, dann kann ich jetzt die Spanien-Leute alle löschen und werde dann schön die ganzen
ja, Premier League Team, Leute, verkaufen, weil ich jetzt doch wirklich irgendwie wieder Bock aufs Bundesliga Team habe. Weil es irgendwie extrem geil ist mit den ganzen Inform-Leuten, die sind nämlich nicht allzu teuer. So. Weil ich finde das auch ein bisschen scheiße, wenn man so viele verschiedene Teams hat. Da kommt man eh nicht hinterher. Ich werde mir irgendwann nochmal ein Silberteam machen, aber ansonsten brauche ich da eigentlich nichts. So. Und Bundesliga, die verlieren auch nicht allzu viel Wert, also. Ich habe jetzt das Bundesliga-Team, die haben eigentlich alle noch dieselben Preise wie damals, wie ich sie gekauft habe. Der einzige, der Wert verloren hat, ist der Adler. Den hatte ich damals für 14 verkaufen können, der ist jetzt nur noch bei 11. Aber das liegt halt daran, dass er aus dem Januar-Upgrade kommt und ich ihn im Januar halt gekauft habe. Und, ja, hier kommt dann Mandzukic von hin. Muss ich sagen, ich freue mich richtig jetzt. Und ich verkaufe jetzt erstmal hier... Moment. Und zwar wird jetzt verkauft. Verkauft. Ah ja, Mannschaftsauswahl. Schade ums Team, aber gut, ich habe mich jetzt für entschieden. Vielleicht mache ich auch nochmal irgendein zweites günstiges Goldteam. Was nicht so teuer ist. Überlege ich mir nochmal. 150. So. Den mache ich aber für 52.000 sofort kaufen. In der Hoffnung, dass sie sich dran hochpumpen. Ich möchte ja einen guten Gewinn machen. TWS. So. Schade ums Team, aber na gut, ist halt so. Shit happens. Oh, den müssten wir auch mal. Mache ich jetzt aber nur bieten, weil ich nicht mehr weiß genau, wie viel Ramirez geht. Nani haben wir ja erst gekauft, den biete ich dann für 50 an. Ja, wenn ich mal so überlege, da sind ordentlich Werte drin. Von daher, ich nutze es nicht. Ich spiele jetzt, wird jetzt sowieso erstmal nur Bundesliga suchen. Warum nicht dann gleich das Bundesliga-Team ausweiten und so ein 300.000 Coins mal so eben ja, unbenutzbar machen, weil ich sie in irgendeinem Team lager. Als nächstes spare ich dann 300.000 auf Robben. Und dann wäre das Team eigentlich schon fast perfekt. Muss halt erstmal der Mandzukic in Form testen. Ich weiß nicht genau, wie viel der geht. Oder wie der abgeht. Da muss man dann mal schauen. Der geht ja eh nicht so viel, der MBA. So, hier mache ich mal eben 8 sofort. Ja, in der Hoffnung, dass es was wird. Das hoffe ich auf jeden Fall. So, Check, wie gesagt, gerade noch geholt, kann direkt wieder weg. Ey, ich habe heute so viel getradet, Leute. Ich habe halt bestimmt insgesamt verkauft und gekauft so 100 Spieler. Also es kommt locker hin. Richtig die Ultimate Teamsucht am Start. Illusionsweg, gleich mal am Start gesagt. Ja, ja. was mache ich? So, Premier Pace. Wieso kann, ach so, fail. Ah, es macht extrem Bock gerade, ja. Ganzen Tag nur durchgesuchtet und durchgetradet wie so ein Verrückter. Mach sofort für 8,5 mal. Ich habe das Team ja auch noch nicht so lange. Vielleicht 2 Wochen? Wenn überhaupt. Okay, den Manager. Den Sir Alex Ferguson. Und ich hoffe mal, dass jetzt hier nicht alles voll ist von meinem Tauschstapel, ja. Der Young bringt auch nochmal was ein. Okay, dann können wir 10 sofort kaufen machen.
Dann Lennon. Sengon. Der war eigentlich nice. So. Machen wir 13,5 sofort. Remy. Ja, Leute, 20.000 auf der Bank. Ich meine, wenn man das Spiel, wenn man das Team nicht benutzt und dann noch einmal 20.000 auf der Bank hat, dann bringt es eh nichts. Von daher. Tarab, der war ja eh scheiße günstig. Die Gea. Ach so, der kostet ja ein bisschen was. Wusste gar nicht. Ansonsten Cabrera behalte ich, weil der ja ins Team der Woche, denke ich mal, kommt. Das heißt, denke ich, aber bei einem Dreierpack auf jeden Fall. Draxler hat ja jetzt auch einen Doppelpack gemacht. Ey, wer, der kommt nicht ins Team der Woche. Den hole ich mir sofort, Draxler. Dann ziehe ich Picks bis zum Umfallen. Ich will Draxler im Team der Woche, ey. Das wäre extrem geil. Okay, das ist jetzt erstmal voll der Tauschstapel, deswegen kann ich erstmal nichts verkaufen. Ist auch sofort kaufmäßig noch nichts weggegangen. Oder doch? Doch, Young. Ja, das ist ja nice. Kostet der jetzt irgendwie mehr? Ich guck mal einmal. Was für den Wert der jetzt hat. Moment. Nö, liegt bei 5.000 der Wert. Wieso denn jetzt einer für 10 sofort gekauft hat? Ja, Balotelli schon 20 drauf geboten. Nice. Van Persie schon 24 geboten. Ja, so muss sein, ne? So muss sein. Also hier müssten locker 300.000 rauskommen. Eigentlich mehr, wenn ich überlege, so 10. Hier, für wenig habe ich den gekauft? 23, 35. Ja, 35, 85 ungefähr. 110. Der hat auch 1725. Auch nochmal 50, 175, der hat auch nochmal 20, sind 200, 205, 210 ungefähr, 215, 235, was kostet der? 8, 200, 43, der ist so 3000 wert, 245, Gott, jetzt bin ich rausgegangen. Also auf jeden Fall so an die 300.000 müsste ich auf jeden Fall kratzen können. War jetzt auch noch nicht der Remi dabei. Und das war's dann für den kurzen Part jetzt hier. Nur einmal so durchgeguckt, wie man was gestalten könnte. War's jetzt erstmal. Heute leider, wie gesagt, kein Spiel. Muss ich in den nächsten Parts mal wieder machen. Ich habe ja jetzt hier die letzten Parts nur Pack-Opening oder sonst irgendwas gemacht. Und ja, ansonsten war es das denn erstmal. Ich bin damit raus und sag ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.